Frankreich kann nur Europameister werden, wenn Mbappé richtig fit wird. Wenn Mbappé seine richtige Leistung, seine richtige Performance zeigen kann. Rein in die Gruppe D und da schauen wir uns gleich mal die vier Nationen an. Da ist die Niederlande dabei, da ist Frankreich dabei, also schon auch einer der ganz großen Favoriten. Österreich, ein Außenseiter-Tipp und die Polen mit Lewandowski. Also eine Gruppe, die richtig Spaß macht. Wir gehen gleich mal zu Marcello und fragen, die Zahlen zu dieser Gruppe sind wahrscheinlich ziemlich schwierig zu interpretieren. Ja, so gesehen, weil wir natürlich mit Österreich, den Niederlanden und auch mit Frankreich drei, ja, man kann schon sagen, Top-Nationen dabei haben. Ich denke mal gerade die Österreicher als Geheimfavorit auf jeden Fall. Dementsprechend schauen wir uns auch die Österreicher zuerst mal an, ja, dass sie ins Achtelfinale kommen, also dass sie die Vorrunde überstehen. Da gibt es aktuell eine Quote von 1,87, dass sie in der Vorrunde rausfliegen, eine 1,77. Das heißt, es ist leicht wahrscheinlicher, dass sie rausfliegen, als dass sie weiterkommen. Ich weiß, ihr habt da so eure eigenen Meinungen, gerade im Zusammenspiel oder in der Konkurrenz Niederlande-Österreich. Aber ihr kennt mich ja als ehemaligen Holländer. WM. Als ehemaligen Holländer, genau, Carsten, dass ich natürlich eher bei den Niederländern bin. Klar ist aber auch, und ich denke, da können wir jetzt gleich ein bisschen tiefer reingehen bei Österreich, der Kader ist so gut wie noch nie. Ja, die Stimmung ist so gut wie noch nie. Der Trainer ist so gut wie wahrscheinlich schon lang keiner mehr war in Österreich. Deswegen ist da auf jeden Fall alles möglich. Und bevor wir uns Hilfe aus Österreich holen, schnell noch der Hinweis: Bei der Europameisterschaft werden wir mit Live-Sendungen, werden wir mit ganz viel Content, so heißt das Neudeutsch, für euch dabei sein, natürlich mit den Experten, mit Guido, mit Turit und Marcello schleppen wir immer mit durch. Jetzt schleppen wir erst einmal einen geeigneten Experten für Österreich ran. Hallo, Stefan Mayrhofer. Hallo, liebe Grüße ins Studio und danke für die Einladung. Stefan, Geheimfavorit, großer Begriff. Würdest du den unterschreiben? Mit welchen Argumenten? Ja, also ich glaube, vor ein paar Jahren, wenn das jemand so in den Medien passiert hätte, dann wäre ich dem nicht so eingestiegen wie jetzt. Ich glaube, dass Österreich eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat die letzten Jahre. Wir haben einen riesen Pool an Spielern, wo unser Teamchef daraus wählen kann. Und von dem her könnten wir schon eine richtig gute Rolle bei dieser EM spielen. Wir haben jetzt leider die ein oder andere Verletzung, aber trotzdem im Großen und Ganzen ist der Kader sehr gut und die Mannschaft setzt das Konzept von Trainer Ralf Rangnick sehr gut um und kann, glaube ich, jeder Mannschaft wehtun. Es gibt den Slogan, Guido, alles machbar beim Nachbar. Das sagen die in Österreich, also mit dem gewohnten Schmäh. Würdest du das auch unterschreiben? Auf jeden Fall, weil Sie haben einen seriösen Trainer jetzt mit dem Ralf Rangnick und ich bin eigentlich von den Österreichern unheimlich überrascht, weil sie auch die Mentalität und den Siegeswillen inzwischen drin haben. Hervorragende Fußballer haben sie immer gehabt. Also ob es der Andi Herzog oder davor noch war, also waren immer herausragende Fußballer. Aber ich glaube, der Ralf Rangnick hat aus den vielen herausragenden Fußballern ein Team geschaffen. Auch das Siegermentalität reingebracht. Und deshalb alles machbar beim Nachbar. Absolut. Turit, welche Frage hättest du jetzt an Stefan? Ja, mich würde auch interessieren, man hört jetzt immer, wir haben jetzt gerade gesagt, es ist ein sehr starkes Team mit guten Spielern, die zum Team geformt wurden, aber man hört jetzt auch immer wieder, dass auch das Teamgefüge sehr gut ist. Wie wichtig ist das dann auch in so einem Turnier, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft auch passt und vielleicht auch so gut ist wie selten oder noch nie in Österreich? Ich war ja auch vor Jahren einmal Nationalspieler, das ist schon lange her. Ich glaube, die Stimmung war immer schon gut und man hat sich immer gefreut, in Österreich, wenn man für sein Land spielen hat, dürfen und eingeladen worden ist. Aber ich glaube, dass es, wie gesagt, in den letzten Jahren nochmal so ein richtiger Kern geworden ist. Die Spieler, die dazukommen, fühlen sich auch gleich wohl, werden gut aufgenommen. Aber die haben auch alle ihre Qualitäten. Die spielen alle in der deutschen Bundesliga oder vielleicht in Italien oder vielleicht in der Premier League. Also wir haben jetzt wirklich einen Pool von Spielern, die von Top-Clubs herkommen, international einfach spielen, auf höchstem Niveau. Die Qualität ist einfach sehr, sehr gut und die Mentalität ist einfach auch sehr gut, dass die Spieler einfach extrem hungrig sind und gewinnen wollen. Und das wissen sie, dass das nur als Team funktioniert. Und ich glaube, deswegen funktioniert einfach auch jetzt der abseits vom Platz, dass sich die Jungs einfach extrem gut verstehen, in einer guten Gruppe unterwegs sind. Und es macht Spaß, dass man ihnen zuschauen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es einfach auch die letzten Jahre von der Entwicklung her
auch mit dem Trainerteam in eine ganz andere Richtung gegangen ist, alle an einen Strang ziehen. Und das bekommt man von außen einfach auch sehr, sehr gut mit. Marcel, du hast mit Sicherheit Daten, Fakten und Argumente, die ihr austauschen könnt. Ja, ich sag mal so, also ich sehe auch die österreichische Mannschaft sehr, sehr stark. Will euch aber gleich mal ein bisschen bremsen, so leid mir das tut. Erstmals ist Österreich in einer sehr, sehr guten Gruppe. Ja, also ich glaube, da wird es schwer, unter die ersten zwei zu kommen. Vielleicht kommt man als Gruppendritter weiter. Ob da allerdings 3 Punkte reichen, weil ich schon mit 2 Niederlagen rechne in der Gruppenphase, das sei mal dahingestellt. Und dann sehe ich noch so 2, 3 Problemstellen, auch personeller Art. Ich meine, wir haben Alaba, der wird ja als Co-Trainer dabei sein, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, das ist, denke ich, ein guter Zug. Ja, er ist verletzt, er ist aber ein Teil der Mannschaft und er hat, denke ich, auch genug Erfahrung gesammelt bei guten Trainern, um da auch weiterhelfen zu können. Ich sehe allerdings die Personalie Schlager sogar noch ein Stück weit schmerzhafter für die Österreicher, weil ich glaube, Schlager hat gerade in Leipzig eine richtig gute Entwicklung genommen. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Spieler auf dieser Verbindungsposition zwischen Defensive und Offensive. Da glaube ich, der wird extrem fehlen. Und dann Frage an dich, Stefan, das ist dann die größte Schwachstelle, die ich sehe. Wer soll denn die Tore machen? Ist es wirklich Gregoritsch, ist es Arnautovic, ist es vielleicht sogar Maxi Entrup vom TSV Hartberg? Also da bin ich auch so ein bisschen, ja, wer soll denn eigentlich die Tore machen? Du hast gerade alle Personalien perfekt aufgezählt. Alaba tut natürlich als Kapitän extrem weh. Xaver Schlager, dieser Verbindungsmitglied im Mittelfeld, der einfach alles abräumt, aber auch offensiv extreme Qualität mitgebracht. Die Entwicklung bei Leipzig war enorm und der tut einfach weh, weil er auch so ein bulliger Spieler ist, der einfach durchgeht und marschiert. 90 Minuten, 95 Minuten, also der hat eine Pferdelunge. Im Sturm vorne, ich habe jetzt am Wochenende bei der Copa Pelé wieder gespielt, habe 6 Tore erzielt, aber ich bin leider zu alt. Also ich werde richtig in Form. Aber nein, ich glaube, Marko Arnautovic für eine gute halbe Stunde. Ein ganzes Spiel traue ich ihm nicht zu, vor allem gegen Mannschaften wie Frankreich und Holland, wo es sehr intensiv wird und vielleicht auch wenig Ballbesitz da sein wird, wo er vielleicht dann mehr anlaufen muss. Gregal hat sich, glaube ich, sehr, sehr gut entwickelt, hat mit Freiburg eine gute Saison gespielt. Er ist eher der Knipser. Maxi Entrup hat im Herbst gut performt und im Frühjahr eher nachgelassen. Wird spannend. Aber die Gruppe auch angesprochen. Ich glaube, wir haben die Todesgruppe mit den Franzosen, mit den Holländern. Aber auch von den schwächeren Teams ist Polen noch immer das stärkere Team, wo, glaube ich, auch mit Lewandowski die letzte große Chance da ist, was zu erreichen. Also die werden richtig Gas geben. Und da sind wir schon in einer harten Gruppe. Dass du uns nur 3 Punkte zutraust, tut ein bisschen weh. Aber es ist einfach brutal in der Gruppe. Ich denke mal, wenn du gut reinstartest, vielleicht mit einem X gegen die Franzosen, dann gegen Holland vielleicht schon gut mitspielst, dann gegen Polen vielleicht so ein Finalspiel hast, mal schauen. Also es ist einiges drinnen, es wird nicht einfach. Stefan, ich weiß nicht, ob du dabei warst bei dem Länderspiel, als Toni Pfeffer gesagt hat, nach Halbzeitstand 0:5, hoch gewinnen wir es nimmer. Ging spannend damals. Ich war nicht dabei, aber ich kenne das Interview, ist legendär. Ja, und das ist einfach überragend. Und ich finde es auch wirklich begrüßenswert, dass das jetzt die Hymne ist der österreichischen Nationalmannschaft. Schauen wir jetzt einfach mal rein. Wirklich gut gemacht. Gegen Färöer oder Wales oder die Spanier, wir haben Likör und Cocktails und einen Doppelliter Wein. Nicht mein Freund, alles vergeht, aber man immer Queener, schreimer wie blöd und die Stadt hört uns nur immer singen. Hoch, Queener, Slimmer, na hoch, Queener, Slimmer, na hoch, Queener, Slimmer. Du kennst Ralf Rangnick sehr gut. Ja, wir haben auch gesehen, Österreich schlägt Deutschland noch im vergangenen Herbst mit 2:0. Also Rangnick gegen Nagelsmann kurz mal begradigt die ganze Sache. Was macht Ralf Rangnick als Trainer so gut? Er ist ein unheimlich akribischer, genauer Trainer und Analyst. Er kann ganz genau ein Spiel analysieren, er kann die Spieler ganz genau analysieren und weiß ganz genau, welche Spieler auf welche Position die beste Performance haben. Und das mit seiner großen Erfahrung und mit seiner Art, wie er mit den Spielern, auch mit den jungen Spielern umgeht, er entwickelt die Spieler, er spricht mit den Spielern im Einzelgespräch. Und das sind Dinge, die unheimlich wichtig sind. Man merkt beim Ralf immer, dass der Einzelne viel besser wird und dann natürlich dann auch das Team dadurch. Und jeder findet sich auf seiner Position zurecht. Jeder weiß, das ist das, was der Trainer von mir verlangt. Da fühle ich mich zu Hause. Der Trainer sagt mir, dass ich da auf der Position meine beste Performance bringen kann. Da kann ich meine beste
Leistung für das Team auch einbringen. Und das sind alles Dinge, die er unheimlich gut und akribisch genau macht. Und das hat er natürlich jetzt in Österreich optimal hingebracht auch und hat das natürlich auch schon im Vorfeld in vielen Bundesliga-Clubs, sei es in Hoffenheim, wo die angefangen hat, die Spieler zu entwickeln. Auch in Stuttgart war er jahrelang, jahrzehntelang, zu meiner Zeit, als ich Spieler war, war er ja schon der Trainer von der U-Mannschaften, hat sich auch aber in der U19, U18 auch immer wieder unheimlich tief interessiert, wie kann man Spieler weiterbringen, wie kann man sie entwickeln und wie sind die Schritte von der U18 bis die U21, U22. Carsten, ganz kurz, lass mich bei der Personalie Rangnick kurz mal reingehen. Was man Rangnick ja auf jeden Fall zugestehen kann, ist, dass er es geschafft hat, aus einer österreichischen Mannschaft eine Mannschaft zu formen, die vor allen Dingen auch gegen den Ball sehr, sehr gut arbeitet. Ja, ich glaube, man hatte immer schon die guten Einzelspieler, gerade auch offensiv, aber ich glaube, dass tatsächlich, was bei so einem großen Turnier natürlich extrem wichtig ist, dass die Defensive wirklich der Trumpf ist der Österreicher. Das sieht man auch anhand ein paar Statistiken. Ja, die Qualifikation hat man recht gut, was die Gegentore angeht, bestritten. Aber meine Frage an dich nochmal, Stefan, sieht man das denn in Österreich als Vorteil, dass sich Rangnick quasi gegen Bayern entschieden hat und für die Nationalmannschaft? Ist das was Positives? Wird das positiv aufgefasst? Oder ist es eher so, ja, die Österreicher haben es ihm vielleicht doch verboten, haben gesagt, wenn du bei der Europameisterschaft Trainer sein willst, dann darfst du den Bayern-Job jetzt nicht annehmen? Boah, wie da die Gespräche jetzt dann wirklich verlaufen sind, ich glaube, was da jetzt in München los war, das war schon extrem. Es ehrt natürlich einen Trainer, wenn du auf dieser Liste oben stehst. Und ich glaube, er hat sich bewusst für das Nationalteam entschieden, im Hinblick jeweils auf die Europameisterschaft, aber auch in 2 Jahren die Weltmeisterschaft. Also ich glaube, er traut dem Team, an Spielern, was er zur Verfügung hat, Großes zu. Und da möchte er, glaube ich, als Nationaltrainer einfach für Furore sorgen. Und ich glaube, das österreichische Nationalteam hat damals gegen Italien schon aufzeigen können, was sie für Qualitäten haben, hat dann halt leider nicht gereicht gegen den damaligen, dann zukünftigen Europameister. Aber ich glaube, jetzt merkt er schon, dass da so ein Elan da ist und ich glaube, diese Chance möchte sich nicht nehmen lassen. Und bei Bayern München müsste jetzt ein großer Umbruch passieren. Leverkusen ist extrem stark. Da hätte er sich, glaube ich, schon keinen guten Gefallen getan, dann dorthin zu gehen und aufzuräumen. Das ist, glaube ich, jetzt schon eine schwierige Arbeit für Vincent Kompany. Deswegen hat er sich bewusst für Österreich entschieden, weil er weiß, was er hier hat. Er weiß, was er für Spieler hat. Die folgen ihm blind. Der gibt die Marschrichtung vor. Und ich glaube, dass er da einfach Großes vorhat. Und ich hoffe auch, dass wir als Nationalteam einfach auch wirklich jetzt bei der EM überzeugen, aber dann auch in 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Ich denke, so ausführlich, wie wir jetzt auch die Österreicher behandelt haben, brauchen wir nochmal zahlenbasierte Unterstützung. Genau, abschließend nochmal ein paar Quoten. Wobei ich ganz kurz noch eine Frage gerne auch in die Runde geben möchte, an die Kommentare, an euch da draußen. Wer soll denn eigentlich im Tor stehen bei den Österreichern? Ja, da haben wir momentan auch so eine kleine Vakanz, möchte ich sagen. Also keiner, der jetzt wirklich herausragt, anders als bei vielen anderen Nationen. Deswegen da meine Frage an euch. Wer soll bei Österreich im Tor stehen und warum? Ja, haut es uns gerne mal in die Kommentare rein und dann gehen wir abschließend noch nochmal in die Quoten rein und sagen, Österreich über 3,5 Tore, also mindestens 4 Treffer im Spielverlauf, 1,63. Dafür, dass sie maximal 3 Tore erzielen, da gibt es dann eine 2,10. Und dann habe ich nochmal 2 höhere Quoten herausgesucht, wo wir nochmal ganz kurz das besprechen, was wir eben mit Stefan besprochen haben. Ja, also Gregoric oder Arnautovic oder beide oder gar keiner von beiden. Also wer schießt die meisten Tore für Österreich? Gregoric gibt eine 4,0, dass er die meisten Treffer für die Ösis erzielt und bei Arnautovic ist es eine 6,0. Bin allerdings eher bei Stefan, sage Arnautovic ist eher der Mann für bestimmte Momente, ja, aber nicht mehr für 90 Minuten. Es ist ja die erste Europameisterschaft nach 1988. Da war Guido übrigens auch mit dabei und wir sind nicht Europameister geworden. Warum? Weil? Weil wir einfach das Halbfinale verloren haben, 88. Und ich konnte leider nicht mitspielen. Ich habe mich im Turnier verletzt. Ja, es gibt einige, die behaupten, das hätte auch anders laufen können, wenn Guido fit gewesen wäre. Den Titel haben die Niederländer geholt, Turit. Jetzt sind sie auch in der Gruppe mit Österreich, Frankreich und Polen. Erklär uns mal die Niederlande. Ja, die Niederlande, muss man sagen, gehören traditionell natürlich immer zu Mannschaften, die man auf dem Zettel haben sollte bei großen Turnieren. Auch jetzt haben sie wieder unglaublich gute Einzelspieler, gerade was die Defensive angeht. Ich habe das Gefühl, eine breitere besetzte Viererkette hat kaum eine Mannschaft im Turnier. Ich finde aber, dass sie jetzt gerade im Hinblick auf die letzten Spiele jetzt vor der EM nicht wirklich überzeugen konnten. Sie haben gegen die großen Nationen, also zu denen ich uns auch zählen würde, Deutschland, Frankreich, Italien und Kroatien verloren. Also
Die strotzen nicht gerade vor Selbstbewusstsein im Moment, deswegen glaube ich, dass es auch schwer werden kann für die Niederlande. Ronald Koeman war damals auch mit dabei bei der Mannschaft, die die Europameisterschaft gewonnen hat. Der ist jetzt zum zweiten Mal Trainer bei den Niederlanden. Siehst du da ein Konzept, was weit trägt? Beim Ronald Koeman. Ja, also ich denke, er ist ein absoluter Fußballfachmann. Er war ein sensationeller Fußballer zu seiner Zeit und hat unheimlich viel Ahnung von seiner Zeit, auch sehr gute Trainer gehabt als Spieler. Er hat schon ein Konzept, aber es ist schon immer wieder, finde ich jetzt nicht gut, wenn Trainer, die schon mal da waren, nach 2, 3 Jahren auf einmal wieder Trainer werden. Weil die Spieler kennen den Trainer, das wird sehr selten, geht sowas gut. Und deshalb denke ich auch, dass die Niederlande momentan irgendwie ein Problem haben, nicht ein Trainerproblem, aber so insgesamt ihre einzelnen guten Spieler so zusammenzufügen, dass es auch ein tolles Team wird. Und das sehe ich bei den Niederlanden eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder so. Und es hat sich auch nicht gebessert. Es zeigte auch immer davon, dass die Trainer, von Gall war auch schon zweimal Nationaltrainer. Ja, also ich finde keinen, der es perfekt macht, der alles so zusammen verbindet wieder, die einzelnen Superstars. Ja, super Argument, Marcel. Kannst du da noch was nachlegen? Ja, ich möchte euch da draußen ganz kurz erstmal mitnehmen. Also wir saßen ja in ähnlicher Konstellation schon bei der WM 2022 zusammen, auch mit Guido, auch mit Carsten. Damals war ich ja der festen Überzeugung, dass die Niederlande Weltmeister wird. Das habe ich von Tag 1 an gesagt. Ich wurde müde belächelt. Ich wurde mit anderen Worten fertig gemacht. Ja, er wurde vom Hof gejagt, ja, sagen wir es mal ganz also klar. Also ich wurde Guido wirklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich für Höllenqualen erlebt habe. Aber Fakt ist, als die Niederlande plötzlich im Viertelfinale stand, dann waren die beiden so nervös, so habe ich sie schon seit dem WM-Finale 1990 nicht mehr gesehen. Also wirklich interessant. Ja, diesmal muss ich sagen, ja, die Niederlande wird wieder ein gutes Turnier spielen, das glaube ich schon. Viertelfinale, Halbfinale vielleicht auch, immer eine Mannschaft, die ins Halbfinale kommen kann. Ob es für den Titel reicht, das ja, wage ich mal zu bezweifeln diesmal. Ja, ihr habt die Gründe genannt, bin ich voll bei euch. Aber ich möchte einfach nochmal diese individuelle Qualität hervorheben. Ja, Turi, du hast angesprochen, Ake, Van de Ven, Van Dijk, De Ligt, das ist wirklich höchste Klasse. Dann hat man einen Koop Meiners im Mittelfeld, der eine herausragende Saison bei Atalanta Bergamo gespielt hat. Wir haben einen Frenkie de Jong, ja, wo es aktuell noch nicht ganz feststeht, ob er rechtzeitig fit wird, aber ist auch ein super Verbindungsspieler. Und vorne haben wir Gakpo, mein Stiefsohn, Carsten. Ja. Gakpo, der in der Nationalmannschaft immer noch mal aufblüht im Vergleich zu Liverpool, wo er nicht so den Einfluss hat. Und unter dem Strich muss man sagen, Niederlande hat alles, was es braucht, um ein gutes Turnier zu spielen. Ja, und deswegen habe ich mal die ersten beiden Quoten rausgesucht zu diesem Thema. Sie kommen ins Achtelfinale, dafür gibt es eine 1,17. Sie scheiden in der Vorrunde aus, dafür gibt es eine 4,33. Also auch hier muss man sagen, Niederlande auf jeden Fall einer der beiden Favoriten in dieser Gruppe, neben Frankreich, vor Österreich. Gerne nehmen wir eure Meinungen dazu entgegen und haben im Gegenzug auch einen Vorschlag, wie ihr einfach mal 1.000 Euro mitnehmen könnt, wenn ihr beim EM-Predictor mitspielt. Wir, Guido, Marcel, machen da übrigens auch mit. Also ihr spielt dann auch gegen uns, könnt sehen, dass ihr vielleicht dann doch mehr Ahnung habt, als wir Hanseln hier. Was übrigens keine Kunst ist. Hallo Fußballfans, seid ihr bereit auf unsere große Predictor-Challenge? Messt euch mit Guido, Marcel, mir und den besten Tippern der Community und gewinnt bis zu 1.000 Euro Cash, sowohl in der Gruppen- als auch in der K.O.-Phase. Die Teilnahme ist super schnell, easy und kostenlos. Einfach auf wettbasis.com anmelden und sofort loslegen. Seid dabei und zeigt uns, wer der wahre Tipp-Champion ist. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Spielt mit. Tut eine abschließende Bewertung der Niederlande. Wie gesagt, Guido meint, die Einzelteile sind gut, werden aber nicht richtig zusammengefügt. Siehst du das ähnlich? Oder hast du andere vielleicht Fakten, die weiterhelfen? Ich glaube auch, dass es schwierig ist, diese Individualisten gerade in ein Team zusammenzubringen. Ich finde, man hat auch immer wieder kleinere Störfeuer. Man hat gehört, dass Xavi Simons beispielsweise auch immer mal wieder einen Disput mit dem Trainer hat. Also ich habe das Gefühl, dass es dann vielleicht auch intern nicht ganz so rund läuft, wie es bei so einem Turnier eigentlich laufen muss. Deswegen bleibe ich bei meiner eingangs schon formulierten Meinung, dass es schwierig werden könnte. Ja, aber ergänzende Argumente mit Simons beispielsweise, das ist nicht unwichtig. Wenn man es schaffen würde, Simons in diese Mannschaft zu integrieren, glaube ich, wäre sie nochmal
auf einem ganz anderen Level, weil über die individuellen Qualitäten von Simmons sind wir uns, denke ich, alle einig. Ja, ich habe noch ein paar Quoten abschließend. Auch hier gehen wir natürlich ganz kurz auf den Spielstil ein, also auf die Anzahl der Tore, die sie während des Turniers erzielen könnten. Über 5,5 gibt hier eine Quote von 1,41, also 6 Treffer im Turnierverlauf. Ja, bei 3 Gruppenspielen plus im Achtelfinale halte ich das für sehr realistisch, muss ich sagen. Und für unter 5,5 Tore gibt es dann eine Quote von 2,62. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Niederlande schon Tore erzielen werden. Abschließend dann nochmal eine etwas höhere Quote. Niederlande wird Gruppensieger. Also vor Frankreich, vor Österreich, vor Polen, da gibt es eine 3,75. Und wer den einfachen Weg gehen möchte, den logischen Weg gehen möchte, der sagt wahrscheinlich Frankreich Erster, Niederlande Zweiter. Ja, wobei ihr seid ja wahrscheinlich anderer Meinung. Und dafür gäbe es dann nochmal eine Quote von 2,37. Kommen wir zum Weltmeister, zum Vize-Weltmeister Frankreich. Didier Deschamps, der ist schon ewig jetzt dabei. 2016, glaube ich, hat er da angefangen als Nationaltrainer, Guido. Schafft er es nochmal mit dem Team auch die Europameisterschaft zu wuppen? Also erstmal, er ist ein außergewöhnlicher Trainer, außergewöhnliche Persönlichkeit. Und er hat es wirklich geschafft, aus den vielen Superstars, die Frankreich hat, also nicht nur Mbappé, sondern auch viele, viele andere nicht. Da kann man 20 Spieler eigentlich nennen, immer wieder ein gutes Team zu formen. Das ist das eine. Das andere, glaube ich, Frankreich kann nur Europameister werden, wenn Mbappé richtig fit wird. Wenn Mbappé seine richtige Leistung, seine richtige Performance zeigen kann. Weil das heißt, im Moment ist er nicht fit, sagst du? Für mich ist er nicht fit, weil das hat man auch bei den Champions-League-Spielen gesehen, gegen Dortmund. Da hat was gefehlt. Er hat nicht 7, 8 Tempoläufe, Tempo-Dribblings gemacht in einer Halbzeit, wie er das normalerweise früher gemacht hat, sondern nur 2, 3. Gegen den Ball hat er sowieso sehr wenig gearbeitet, immer. Aber wenn er seine Stärke nach vorne nicht hundertprozentig ausspielt und wenn man dann auch die großen Chancen, die er auch teilweise hat, die er früher immer traumhaft sicher reingemacht hat mit seiner Technik, wenn er die vergibt, das ist ein Zeichen von etwas fehlender Fitness. Und vielleicht hat er auch viele Gedanken im Kopf, zukunftsmäßig hat er sehr viele Gedanken im Kopf. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Wenn der Mbappé funktioniert, wenn der 80-85% seines Leistungsvermögens einbringen kann, dann ist Frankreich für mich der ganz, ganz große Favorit. Ganz kurz, Carsten, möchte ich gleich reingehen. Also erstmal, Guido, bin ich voll bei dir, was die Fitness angeht. Dass er gegen Dortmund kein Tor gemacht hat, das lag aber in Dortmund. Ja, das möchte ich nur mal gleich mal klarstellen. Nein. Am Pfosten. Also, und daraus, ja, die Tore werden aus keiner gemacht. Also jetzt wird er wieder ausschweifen. Ja. Zur Sache, Schätzchen. Ja, weil du es gerade gesagt hast, ziehe ich die Quote einfach mal vor und sage, Frankreich wird Europameister und Mbappé wird Torschützenkönig. Also beides miteinander kombiniert, gibt eine Quote von 17,0. Und dann nenne ich auch gleich die andere hohe Quote, nämlich sollte Frankreich im Finale gegen Deutschland spielen, ja, was ja durchaus realistisch sein könnte, dann gibt es eine Quote von 13,0. Damit wir noch tiefer reingehen in die ganze Geschichte, holen wir uns einen Deutsch-Franzosen hier in die Show, nämlich Gernot Rohr. Der hat Lisa Razou ausgebildet, der hat Zidane ausgebildet, aktuell Nationaltrainer in Afrika. Hallo Gernot Rohr. Hallo, grüßt euch. Wir sehen natürlich gerade hier dem Turnier in Deutschland entgegen, der Europameisterschaft, und du als Kenner des französischen Fußballs, als Ausbilder von Vicente Lizarazu, von Zidane und anderen Größen, Pires nicht zu vergessen, weiß natürlich, wovon du redest. Welche Chancen haben die Franzosen bei der EM? Für mich haben die Franzosen gute Chancen. Sie haben wohl eine der besten Welt in ihrer Reihe, das ist der Mbappé, der im Moment wieder für Schlagzeilen sorgt, weil sie einfach eine Mannschaft haben, die ausgereift ist, die Selbstvertrauen hat, die schon seit demselben Trainer auch hat, der die gut kennt. Und ja, mit einigen Spielern, die tatsächlich Weltklasse sind, einfach damit zu diesen Favoriten gehören. Wir haben tatsächlich mit Mbappé, aber auch mit den frisch gebackenen Europameistern der Clubs, das heißt also mit Real Madrid, ob das nun Camavinga ist oder ob das nun Mendy ist oder auch der Tchouaméni, der nicht gespielt hat, aber der wieder dabei sein wird.
Das sind Leute mit viel Selbstvertrauen. Und wie gesagt, wenn das erste Spiel gegen Österreich gewonnen wird, glaube ich, sind sie dann voller Selbstvertrauen und werden auch die beiden anderen Spiele gegen Holland und gegen Polen gewinnen können. Aber muss man mal abwarten. Die Vorbereitung ist jetzt im Gange. Es werden zwei Spiele gemacht. Das erste Spiel ist am Sonntag in Bordeaux gegen Luxemburg, glaube ich. Und das zweite Spiel, das ist auch sehr wichtig, dann, ja, ich glaube, es ist am 20. Juni rum, im ersten Spiel dann sofort fit ist. Aber ich habe großes Vertrauen in diese Mannschaft und ich denke, sie gehören absolut mit zu den Favoriten. Kylian Mbappé, Guido hat es gesagt, er scheint nicht fit zu sein. Teilst du diese Meinung? Nicht 100%? Schwierig zu sagen. Er hat jetzt natürlich durch die letzten Wochen, wo es hin und her ging um ihn, hat er nicht viel Ruhe gehabt, auch wohl nicht viel Zeit zum Trainieren. Ich denke, er braucht jetzt die 2 Wochen, um sich fit zu machen. Und, aber man weiß ja, dass er in der Lage ist, als Athlet und als Spieler mit viel Schnelligkeit und Kraft und Ausdauer, dass er in der Lage ist, sich in wenigen Tagen wieder fit zu machen. Also wir glauben schon, dass Mbappé, der auch Schlagzeilen macht wegen den Olympischen Spielen, das ist auch ein Thema. Er will ja unbedingt bei der Olympiade dabei sein für Frankreich in Paris. Das ist ein großer Traum. Und Real Madrid will scheinbar nicht. Das hängt ja davon ab, dass der Club die Autorisation gibt, damit er da mitspielen darf. Das ist kein FIFA-Fenster, die Olympiade, aber er will unbedingt da mitmachen. Ich denke, das sind alles auch seine Probleme im Moment, die er lösen muss mit seinem neuen Club und auch mit Didier Deschamps, seinem Nationaltrainer. Ja, Gernot, wir sprechen viel über Mbappé, wir sprechen viel über die Offensive der Franzosen, aber wie siehst du denn die Defensive? Ich sag mal so, für mich der beste französische Abwehrspieler momentan ist Saliba in der Innenverteidigung. Upamecano hat eine, kann man denke ich so sagen, schlechte Saison gespielt in München. Hernandez fällt aus, verletzt. Also wie siehst du die französische Abwehr? Ja, das ist im Moment für Didier Deschamps, da die richtige Harmonie zu finden. Es ist sehr wichtig, dass man die Komplementarität in der Abwehr findet. Und einige sind im Moment in Schwierigkeiten in ihren Clubs. Upamecano hat nicht viel gespielt, aber Jean ist ja selbst einer, der immer großen Wert auf Stabilität legt. Und er wird jetzt in den beiden Vorbereitungsspielen sicher darauf hinarbeiten, dass die Abwehr steht. Wenn man solche Spieler hat wie Mbappé vorne und die anderen sind ja auch gut, die anderen Stürmer, dann muss einfach die Abwehr stehen und dann vorne wird es schon irgendwie funktionieren. Man hat die Leute dazu, auch mit Griezmann, die immer wieder die guten Bälle spielen und die Schnelligkeit der Stürmer vielleicht ist auch dann wieder Coman, wünscht man sich hier natürlich. Und dann könnte man auch in der Abwehr stärker sein und auf diese großen Stürmer zählen, die dann vorne den Unterschied machen. Vielleicht noch genau eine Frage dazu. Wir fragen ja unsere Experten für die jeweiligen Länder eigentlich immer, was glaubt ihr, wo es hingeht? Ich glaube, das braucht man bei Frankreich nicht fragen. Das große Ziel ist natürlich der Titel. Vielleicht dann umgekehrt die Frage, woran kann Frankreich scheitern? Ja, Frankreich kann scheitern an einer Abwehr, die nicht so stabil ist, wie man das sich dass sie sein könnte, ein Problem werden. Frankreich kann auch scheitern. Manchmal ist man zu selbstsicher und denkt, naja, wir sind ja ehemaliger Weltmeister, waren Finalist bei der letzten WM und das wird schon werden. Aber ich glaube, die Erfahrung von Didier Deschamps und Guy Stéphane, seinem
Assistenztrainer, der auch sehr viel Erfahrung mitbringt, wird schon dafür sorgen, dass alle Spieler konzentriert sind und um Mbappé herum dafür sorgen, dass die Abwehr steht und dass er vorne die Tore schießt. Wir sind sehr zuversichtlich. Also einiges gehört jetzt zum Team Frankreich. Tuit, noch Aspekte, die wir vielleicht vernachlässigt haben? Ich glaube, wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen über Kylian Mbappé beispielsweise geredet, aber man muss sagen, dass sie schon den am breitesten besetzten Kader des ganzen Turniers haben. Wir haben schon auch in anderen Shows mal darüber gesprochen, dass es vielleicht auch ein Nachteil sein kann, dass es vielleicht auch für einen Trainer dann schwieriger ist und die Hierarchien in der Mannschaft nicht ganz klar sind. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, ob das so positiv ist, dass man so breit besetzt ist in Frankreich oder ob das nicht vielleicht auch am Ende ja auch negativ sich auswirken kann aufs Turnier. Soll heißen, in der Mannschaft ein bisschen zu viel Spannung. Ja, wenn es viele Spieler gibt in einem Team, die den Anspruch haben, in der ersten Elf zu stehen, dann kann es auch mal Unruhe innerhalb der Mannschaft in so einem Turnier geben und das kannst du halt im Turnier gar nicht brauchen. Was du brauchst, sind klare Hierarchien, klares Mannschaftsgefüge und eine funktionierende Mannschaft. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du noch so gute Individualisten haben, dann funktioniert es nicht als Team und die Gefahr sehe ich. Das war bei Frankreich mal der Fall, bei einer Weltmeisterschaft, als sie sich gegenseitig zerfleischt haben. Ja, das Team praktisch implodiert ist, ja, unter Dominik. Ja, da war auf einmal alles am Ende. So. Ja, grundsätzlich sehe ich die Gefahr natürlich auch. Wobei ich sagen muss, man hat ja gesehen bei der WM 2018 und auch 2022, dass die Franzosen es sehr weit schaffen können. Ja, also Weltmeister 2018, Finale 2022. Also mehr Argumente, dass man das unter einen Hut bekommt, gibt es ja eigentlich gar nicht. Fakt ist, um nochmal in die Quoten reinzugehen, Frankreich kommt ins Achtelfinale. Die Quote ist so vernichtend gering, dass ich die einfach auslasse. Frankreich fliegt in der Vorrunde raus, 11,0. Ja, also sehr, sehr unwahrscheinlich natürlich auch. Und dann gehen wir noch auf die Tore ein. Ja, über 10,5, da haben wir eine Quote von 1,77. Unter 10,5 Tore im Turnierverlauf eine 1,87. Und da muss man sagen, auch die Buchmacher gehen natürlich davon aus, dass Frankreich sehr weit kommt. Aber es gibt noch eine interessante Statistik. Beim letzten Europameisterschaftstriumph der Franzosen, wisst ihr, wer der Kapitän war? Platini. Didier Deschamps. Didier Deschamps, gut, ja, aber Platini hat mitgespielt. Ja. Deschamps war da. Bodyguard von Platini. Ja, er spielt also auf der 6 und hat hinten alles erstmal freigehalten. Ja. Genau. So, und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die in der Gruppe Außenseiter ist. Das muss man ganz klar sagen. Die Polen. Mit Ach und Krach sind sie noch ins Turnier gekommen, obwohl sie den Goalgetter schlechthin, nämlich Lewandowski, haben. Marcel, die Polen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich kann mit den Polen herzlich wenig anfangen, bin ich ganz ehrlich. Auch in meiner Vorbereitung auf die Polen muss ich sagen, ja, sie haben sich ein Stück weit gesteigert unter dem neuen Trainer, haben ja während der Qualifikation den Trainer gewechselt. Santos raus, also richtig, der ehemalige portugiesische Nationaltrainer. Ja, ist komplett gescheitert mit Fernando Santos, ja. Aber unter Probiers sind sie noch ungeschlagen, stand Anfang Juni, das muss man schon sagen, haben 6 Spiele absolviert, 4 davon gewonnen, 2 im Unentschieden gespielt. Überzeugt haben sie eigentlich nie. Ja, ich glaube, dass Lewandowski über den Zenit ein Stück weit drüber ist. Bei Barcelona ist es so, dass er immer noch in einer sehr dominanten Mannschaft spielt. Das wird bei Polen nicht der Fall sein. Das heißt, Lewandowski wird auch nicht diese 7-8 Chancen vielleicht im Spiel bekommen, sondern nur 2-3. Die muss er dann schon machen, damit Polen vielleicht eine Chance hat. Ich bin allerdings skeptisch. Die Buchmacher ebenso. Die sagen nämlich, dass Polen eher nicht ins Achtelfinale kommen wird. 2,25 ist da die Quote und 1,54 ist die Quote, dass sie in der Vorrunde bereits rausfliegen. Gegenargumente, bist du positiver gestimmt, was die Polen betrifft? Also ich bin 100% d'accord. Die Polen sind momentan, haben die keine sehr gute ausgeglichene Mannschaft. Lewandowski ist auch langsam, aber sicher. Gerade als Stürmer braucht man die absolute Fitness. Die hat er in meiner Sicht auch nicht. Er ist zwar ein absoluter Vollblut-Profi, aber man merkt, dass er ein bisschen langsamer wird, dass er nicht mehr so schnell schaltet und nicht mehr die genaue Zielrichtung hat, die er bei Bayern damals gehabt hat oder auch in Dortmund. Also von daher denke ich auch, die Polen werden es sehr, sehr schwer haben, überhaupt die Gruppe zu überstehen. Tuit, mach den Polen doch jetzt mal ein bisschen Hoffnung. Das kann doch nicht sein. Alle machen die hier nieder, einschließlich meiner Person. Ja, ich habe schon gerade überlegt, was kann ich noch zugunsten von Polen sagen, aber ich sehe es eigentlich genauso wie ihr. Ich rechne mir auch nicht mal Außenseiterchancen für Polen in dieser
Gruppe aus. Ich denke, sie werden wahrscheinlich, ich gehe davon aus, sie werden punktlos sogar das Turnier verlassen. Hoppla. Hast du da eine Quote oder welche Quoten hast du dir rausgesucht? Dafür habe ich keine Quoten, aber ich will ganz kurz noch eine interessante Statistik nennen für jetzt vor allen Dingen die, die sich darauf verlassen wollen, ob sie über 2,5 spielen oder unter 2,5 spielen, also ob viele Tore fallen in den Spielen mit polnischer Beteiligung oder eher wenige. Und da muss man ganz klar sagen, in den letzten 14 Spielen mit Beteiligung der Polen ist in den meisten Fällen das unter 2,5 richtig gewesen. Das heißt, es ist die Mannschaft, wo es am profitabelsten gewesen wäre, immer auf wenige Tore zu setzen, weil sie einfach offensiv schon limitiert sind, wenn man Lewandowski aus dem Spiel rausnimmt. Defensiv steht man dafür gut, ja, weil man natürlich auch sehr, sehr tief steht. Dementsprechend ist da auf jeden Fall unter Wetten angesagt und ja, logischerweise dementsprechend auch in unserer Grafik eingeblendet für das über 3,5 eine 2,10. Das heißt sogar eine höhere Quote, dass sie mindestens 4 Treffer erzielen. Eine 1,63, dass sie maximal 3 Treffer erzielen. Ich sehe tatsächlich auch 3 Treffer schon als relativ hohen Wert an in dieser Gruppe. Und dann, was jetzt auf das, was du sagst, Turid, sich bezieht, Polen wird Gruppenletzter, gibt es gerade mal eine 1,69. Das heißt, man geht absolut davon aus, dass Polen Letzter wird. Ob das punktlos sein wird, weiß ich nicht. Ob Lewandowski treffen wird, weiß ich auch nicht. Fakt ist, wenn Lewandowski die meisten polnischen Tor erzielt, vielleicht ist es auch nur ein Elfmeter, ja, dann gibt es dafür immer noch eine 1,77. Dann fängt Turid jetzt an, wie bei allen Gruppen, wird ja jeder von uns jetzt einfach mal sagen, so, wie ist das Tableau am Ende der Vorrunde? Ja, ich glaube, also ich setze Frankreich auf die 1, das werden wahrscheinlich die meisten tun, dann setze ich Österreich auf die 2, da wirst du wahrscheinlich nicht mitgehen, Niederlande auf die 3 und Polen auf die 4. Guido? 1:1 wie Turid. Erster Frankreich, zweiter Österreich. Mit viel Glück Niederlande dritter und vierter wird Polen sein. Okay, eigentlich bin ich ja auch bei euch, aber jetzt muss ich was anderes rauslassen. Ja, jetzt machen wir einfach mal den Stefan Meyerhofer. Österreich 1, Frankreich 2, Niederlande 3 und die Polen, ja, die sortiere ich dann auch auf 4. Aber komm. Ja, genau das ist übrigens der Grund, Carsten. Alles warum, machbar beim Nachbar. Warum da ein Experte sitzt, warum da eine Expertin sitzt und hier auch noch ein Experte sitzt und ja. Du sitzt da. Ja. Und hier sitzt ein Schluchtenscheißer. Ja, ja das so. Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber nee, Frankreich auf 1, Niederlande auf 2, Österreich auf 3 und raus in der Vorrunde, ja, und Polen auf 4. Ui. Wie ihr seht, alles sehr kontrovers, was wir hier diskutieren. Deshalb brauchen wir euch auch als Unterstützung. Und nochmal der Hinweis, die EM läuft nicht ohne uns. Wir machen immer, jeden Tag Live-Shows. Und Marcel, nochmal. Willst du meine Tipps noch hören, Carsten? Oder? Ungern. Ungern, gut, dann lass ich's. Na komm, du darfst. Okay, danke. Ja, bitte. Ja, mein erster Tipp, Österreich über 3,5 Tore, obwohl ich davon ausgehe, dass sie Dritter werden in der Gruppe und wahrscheinlich so vielleicht sogar ausscheiden, sage ich, dass sie mindestens 4 Tore machen. 1,63 die Quote, 3 Units der Einsatz, dann sage ich, wie eben schon gesagt, Frankreich auf 1, Niederlande auf 2, damit dann eine Quote von 2,37 bei 2 Units als Einsatz. Oh, Frankreich wird Europameister, ich hau mich jetzt schon mal raus, ja, heute hau ich es einfach jetzt schon raus, Frankreich wird Europameister, ja, Mbappé wird Torschützenkönig, beides in dieser Kombination. 17,0, da reicht eine Unit als Einsatz logischerweise, weil das Risiko natürlich auch dementsprechend hoch ist. Und Polen unter 3,5 Tore haben wir, denke ich, ausführlich besprochen, warum das der Fall sein wird. Da gibt es dann eine 1,63 für 4 Units als Einsatz. Und damit machen wir den Deckel drauf auf die Gruppe D.